Hallo, willkommen zum Vortrag 2, hier ist der Eikster 98. Und dann springen wir mal zur nächsten Woche. Sie haben mit ihren Spielen einen Tagesrückzieher, eine Karte und Daumen. Alle hatten viel Spaß und die Schwimmmannschaft hat sich verbessert. Immerhin seit Michael Sommer bei kleinen Geschoss die falsche Position wieder fast hinter der 40 Tanz gekommen. Dafür hat Hartwig ja so wenig Rekordschülerin gebrochen. Im Trainingssaal wurde gefolgt, was das Zeug hat. Sie mussten immer wieder entscheiden, damit die Situation nicht vollständig eskaliert. Offenbar haben sie der Planung. Ah, Team Born musste nach 3 Tagen auf ein Ersatzzimmer verlegt werden, da sein Zimmerkollege nachts ganz Welt rodet. Hallo, der folgende Spieler hat sich mit André Tiborn Verletzung, Bänder, Dehnung, Kirchen, Auswahlzeit 3 Wochen. Müssen wir Christian Ahrens reinnehmen, unser Ersatzgeber verletzt ist. Schauen wir mal die Taktik an hier. Das Spiel gegen Dortmund, Liga-Pokalspiel gegen Dortmund. Naja, Superball, der Wolle verbringt mehr Tore. Mörser zu Grippa, geht das gut? Wenn sich die Gerüchte bestätigen sollen, wird Nico Moser bald für Mönchengladbach verloren. Ob sich der selbstständige Spieler sich anfangs auch in Hamburg schwer getan, dort zurechtfinden, bleibt allerdings noch fraglich. Ein Autosave. Ihr Sponsoren begrüßen die Veranstaltung und sicherten das weitere Unterstützung zu. Ihr Präsident beglückweise zu dieser Veranstaltung konnte bei dieser Gelegenheit noch extra Geld locker machen. Chad Innern hat eine üble Erkältung zugezogen, muss auf weiteres pausieren.
Paulino tippt, dass wir das Spiel 3-2 gewinnen. Ich will, dass wir die von Anfang an unter Druck setzen. Die Sache muss zur Halbzeit schon gelaufen sein. Die Jungs versprechen ihnen gleich nach Anpfiff kräftig Gas zu geben, möglichst viele Akzente zu setzen. Diese Ansprache ist übrigens aus Anstoß 3. Matthias Lemski, oh Mann, was war das denn? Ich habe 20 Minuten Kapelle, schickt ihn mal weit auf die andere Seite, doch die landet im Seitenhaus. Brady. Zucker wieder die Villa. Flanke zu Segreto. Und Tor! Tor! Und was für ein krasses Tor! Und die Dortmunder Spieler sind total sauer. Direkt der Verschluss von Resident. Soros schießt direkt. Der Ball hat extrem viel Schnitt. Hat aber drum packt er noch sicher zu. Cabral. Zu Matthias Lemski. Und er schießt. Und Tor! Tor! Was für ein cooles Tor von Matthias Lemski. Brady bewegt den Ball unter Kontrolle, zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. An Freund und Feind vorbei, segelt er auf der gegenüberliegenden Seite. Jurov nimmt den Ball mit und zieht dann oft vorbei nach innen. Schuss aus 19 Metern. Der Ball scheint unhaltbar, aber Pintras war rettet für seinen bereits geschlagenen Torwart auf der Linie. Helbig ist da, am Tor vorbei. Seltsam. Ja, mit einer Klasse in der ist mir noch eine Milbig. Gabriel Riewel nimmt den Ball mit. Weicht nach links aus, wird von Brienzina gestellt und zieht ihn mit einem kurzen Sprint in die vorbei. Er kontrolliert den Ball, passt auf Flügel hinaus, doch dieser landet im Seitenhaus. Oh, die Dortmunder sind jetzt bald noch Wackerlavik. Auracher. Au. Verschossen. Halbzeit. Wir schalten gleich in die Kabine. Schalten. Jungs, heute bin ich mit jedem Einzelnen von euch hochzufrieden. Die Jungs klatschen sich ab und freuen sich über das Lob. Diese Anstrengung brach es ebenfalls aus dem Schuss 3. Jurev
zu Secretario. Oh, daneben. Cabral. Zu Cavilbe. Oh, daneben. Wieder daneben. Oh, Secretario nimmt den Ball. Secretario nimmt den Ball. Also weicht nach links aus, wird uns gestellt. Zu den kurzen Spinnen einen vorbei. Er nimmt den Ball mit. Aber wird von Ezequiel Marin gestoppt. Matthias Limpski. Zu Recker. Und der schießt ein Tor! Tor! Was für ein geniales Tor von Recker! Big schmiert den Ball mit den Brücken zum Tor ab. Jetzt geht Marin, reißt den Trikot nach hinten und spitzelt ihn den Ball vom Fuß. Schiedsrichter Wacki pfeift und weist Ekrim Marin darauf, dass er beim nächsten Mal eine gelbe Karte geben würde. Gekonnt gegen Agrimon durch, spielt den Ball auf den linken Flügel hinaus, doch keiner kommt dran, der Ball landet im selben aus. Cabral spielt den Ball mit dem Rücken zum Tor ab, noch 30 im Trikot nach hinten und spielt sie den Ball vom Fuß. Kriegt sie aber wirklich pfeift und winkt auf zu sich und sagt ihm deutliche Worte. Helbig nimmt den Ball mit, zieht in die Mitte, wird von Ezequiel Martin gestellt und mit der Fette an ihm vorbei. Er bringt den Ball unter Kontrolle, wird von Nofts nicht angegriffen, zieht ab, rumfliegt und wehrt den Ball nach außen ab. Cabral läuft sich den Ball und zieht sofort die Flanke rein, über Rumpf hinweg auf den langen Pfosten, Kopfball Jurev ans Außennetz. Das war's aus der Partie zwischen Mönchengladbach live aus dem Olympiastadion in München. Hoffentlich hatten Sie viel Spaß beim Zugucken. Schon beim nächsten vorbei. Ihr könnt heute mit aufrechtem Haupt aus der Kabine gehen. Das steht schon mal fest. Die Mannschaft ist stolz auf die kopierte und 40 kommenden Aufgaben. Berlin hatte Kaiserslautern mit 2-1 geschlagen, also müssen wir dann im Finale gegen Berlin ran. Das war's. Chipsiger, die macht die Spitzbeträge. Das war's.